Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich gehe davon aus, dass der Großteil von euch bei Facebook angemeldet ist oder zumindest weiß, was Facebook ist. Heute geht es nämlich um Dinge, die mich bei Facebook extrem nerven. Schon mal allein diese Spieleanfragen. Ganz ehrlich, ich weiß doch selber, ob ich ein Spiel spielen will. Und wenn ich das weiß, dann würde ich von selber auf die Idee kommen, es zu spielen. Da brauche ich nicht irgendeine scheiß Anfrage. Mal, by the way, die Spiele bei Facebook finde ich sowieso alle Schrott. Der Überall-Markierer. Im Prinzip ist derjenige ja nicht schlimm, weil eigentlich ist Facebook ja dazu da, Dinge mit Freunden zu teilen. Aber es nervt einfach, wenn es quasi wirklich unter jedem Foto, jedem Post, unter jedem allem ist. Jedem allem, ich schwöre, ich hab gut Deutsch. Der Pseudo-Arme. Ich bin so traurig. Alles ist so scheiße. Gebrochenes Herz, trauriger Smiley. Und dann fragt man total sentimental. Oh, was ist denn los? Kann ich dir irgendwie helfen? Oh, ich würde dir so gerne helfen. Oh. Und dann kommt die super hochintelligente Antwort. Was möchtest du dich in meine Privatsphäre ein? Das geht dich überhaupt nichts an. Facebook ist zwar dafür da, Dingen, Leute mitzuteilen. Quatsch. Facebook ist zwar dazu da, Dinge mit Leuten zu teilen, aber warum postet man Dinge auf Facebook, von denen man nicht will, dass Leute es mitkriegen? Man muss einfach lernen, dass Facebook kein Tagebuch ist, was keiner außer dir liest. Der Like-Geile. Like und ich poste einen Du bist-Satz. Like, wenn du zwei Arme hast. Like, wenn du gegen Krebs bist. Der erste Satz ist sehr realistisch, der zweite ist übertrieben und der dritte ist auch sehr, sehr realistisch. Sowas sehe ich auch wirklich ganz, ganz oft. Was würde das diesen krebskranken Leuten bringen, wenn irgendjemand Likes sammelt? Gar nichts. Beim dritten Satz wäre es einfach viel besser, wenn man zum Beispiel sagen würde, ja, für jeden Like, den ich jetzt hier auf diesem Post kriege, spende ich 1 Euro an Krebskranke. Zwar ist diese Variante auch ziemlich like-geil, weil man kann ja auch so spenden. Also man braucht nicht jetzt 100.000 Likes, um viel Geld zu spenden. Aber es ist einfach nicht ganz so schlimm. Der Freundesammler. Der sammelt einfach so viele Freunde wie möglich. Meistens schickt er eine Anfrage an Leute, die er nur ganz, 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 ganz entfernt flüchtig kennt oder sogar gar nicht. Das ist so dumm. Facebook ist einfach dafür da, dass man mit Leuten kommuniziert, die man in echt kennt. Und ich kriege auch so viele Freundschaftsanfragen von irgendwelchen Leuten, die ich einmal in meinem Leben gesehen habe und seit 5 Jahren oder so nichts mehr mit denen zu tun habe. Der sich auf Facebook über Facebook beschwert. Mann, Facebook ist so scheiße. Oh mein Gott, jetzt hat dieser scheiß Zuckerberg auch noch Facebook gekauft. Zuckerberg, du Spast, Alter, lass deine Kack-Updates in 2 Wochen takt. Wie dumm muss man bitte sein? Wenn es euch nervt, was Facebook da macht, was ich auch im Prinzip verstehen kann, dann benutzt es einfach nicht. Der Beleidiger. Im Grunde ist er ähnlich wie eine Person, die ich im Nervende Dinge über YouTube-Video vorgestellt habe, aber ich stelle sie einfach trotzdem nochmal hier vor. Leute meinen einfach, sie können im Internet alles schreiben. Oder andere Leute wegen ihrer Meinung beleidigen, irgendwelche Rassismusvorwürfe machen, irgendwie auf Oberschlau machen oder so. Und dann kommen sie wieder mit, in Deutschland herrscht Meinungsfreiheit. Ja klar herrscht in Deutschland Meinungsfreiheit und genau deswegen sollst du dich auch dran halten. Und nicht erst daran wieder denken, wenn du selbst davon betroffen bist. Jetzt seid ihr mal wieder gefragt. Was haltet ihr von diesen ganzen Typen, die ich jetzt vorgestellt habe? Erkennt ihr andere wieder? Erkennt ihr euch selbst drin wieder? Und habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ab in die Kommentare. Ich lese mir gerne durch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.